Moin zusammen und willkommen hier wieder auf der nordfriesischen Marsch. Ja, wir sind wieder unterwegs. Noch eine Runde Hackschnitzel für die Pelletfabrik holen. Und dann müssen wir, glaube ich, wenn wir beladen, gucken wir mal, wie es mit Zuckerrübenschnitzeln aussieht. Weil unsere BGA langsam leer läuft. Das ist auch nicht gut. Wir haben noch 17 Minuten. Material sozusagen, dann wären die Rübenschnitzel durch und ja, vielleicht haben wir ja wirklich bei der Zuckerfabrik die ein oder anderen Liter mit Schnitzelchen. Dann könnte man da vielleicht etwas umschichten. So, wo haben wir sie denn? Zuckerfabrik, Rübenschnitzel, ja, 63.000 ist jetzt auch nicht so wirklich viel. Ja, wir müssen eigentlich gucken, dass wir mehr Rübenschnitzel machen. Das heißt, wir brauchen mehr Zuckerrüben, damit wir den Rübenschnitzler auch wieder in Betrieb nehmen können. Das heißt, wir müssten uns noch ein Zuckerrübenfeld kaufen. Ja, schon wieder Geld ausgeben. Ja, ich weiß. Wir versuchen die ganze Zeit irgendwie Geld zu sparen und jetzt schon wieder. Aber ich glaube, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ich würde aber sagen... Ach nee, der ist noch nicht voll... Für die Rübenschnitzel hätte ich dann eher den JCB genommen, weil da könnten wir die mit einem Schwung fahren. Naja, wir gucken uns auf jeden Fall gleich mal an, ob es irgendwo Zuckerrüben gäbe überhaupt. Und ob wir uns da drauf stürzen sollten. Wobei die BGA mit Silage auch schon so viel produziert. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, wir lassen das. Wir lassen das. Wir lassen das. Wir müssen vielleicht das Geld irgendwann in andere Sachen investieren. Da sollten wir... Das erstmal so lassen. Wie gesagt, die BGA läuft relativ gut. Wir können sie mit Mist befüllen. Wir können sie mit Silage sehr gut am Laufen halten. Aua. Bin ich jetzt da doch zu dicht an die Hauswand gefahren? Ja, den Kühen geht's gut. So, jetzt aber. So, aber trotz allem, wir machen trotzdem mal den Blick. Das sind unsere Zuckerrüben. Hier gäbe es Zuckerrüben, da gäbe es Zuckerrüben, da gäbe es Zuckerrüben. Das sind aber, sind oder sind das auch Zuckerrüben hier? Nee, was habe ich denn da angesehen? Ah, das war Tritikale. Genau so war das. So, jetzt brauchen wir den hier. Gut, du kannst erstmal losmachen. So, hier, ja, Stroh in Massen. Ach ja, da sind wir. Die nächste Runde. Vermutlich die... Ach, deswegen hat er wieder nicht beladen, weil der das nicht gespeichert hat. Ja... Gut, Abflug. So, ihr macht hier wieder komische Sachen. Aber guck mal, wir sind hier mit dem Dreschen fast fertig. Das heißt, wir müssten beim Abladen jetzt schon achten, weil wir wollen ja möglichst viel für uns übrig behalten. Das heißt, wir werden die dann erstmal nicht abfahren lassen.
wenn der dann voll sein sollte. Komm, wir machen das mal so. Wir fahren mal. Boah, Drescher, fahr doch nicht so schnell. Ich komme nicht so schnell in Wallung hier. Weil wir brauchen noch 4% von dieser Mission. Das könnten wir vielleicht sogar nur durchs Dreschen jetzt noch bekommen. Wobei, nee, das vermutlich eher nicht. Wir werden ein bisschen was abladen müssen. Oh Gott. Ich will den nur einmal voll bekommen. Na gut, die 800 Liter lassen wir jetzt gut sein. Dann sagen wir nämlich dem jetzt, der fährt einfach zu Reifeisen, lädt noch nicht ab. So, das heißt aber auch, den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Dann machen wir hier nämlich Zucker, Rüben, Schnitzel, Abholung. Zur BGA Süd lose mit Rübenschnitzel. Dann machst du nämlich jetzt die Rübenschnitzelchen für die BGA. So, der macht hier. Ja. Wir begleiten mal unsere Drescher jetzt ein bisschen. Weil dann kann der hier noch in Ruhe Stroh sammeln. Das wollen wir ja auf jeden Fall mitnehmen. Da könnte ich mir sogar überlegen, ob wir das Stroh sammeln dann nach dieser Folge einfach mal ein bisschen laufen lassen. Damit wir da nicht so lange warten müssen. Und im Parallelzug kann da klar der Mulcher da drüben hier weitermachen. Ja, der hat auch nicht mehr allzu viel, aber dann könnten wir da auch schon den Pflug losschicken, beziehungsweise, nee, Pflug müssen wir mit einem anderen Traktor machen, weil wir den Glas zum Mähen für die 60 brauchen. So, dann machen wir nämlich bei dem gleich dasselbe. Du fährst dann einfach zu Reifeisen. Ja, dann ist das Dreschen in diesem Monat abgeschlossen. Da wird nichts mehr kommen. Leider. Oh, jetzt fahren wir bis zum Bahnende schön nebenher. Ja, wir sind immer noch bei 96%. Gut, da müssen wir gucken, dass wir dann gut spielen mit bei der Abgabe, dass wir möglichst den Top-Ertrag für uns behalten. So, komm, fahr schön ran hier. Ja, Arbeit beendet. Der kann los. Dann können wir den Kollegen hier einmal zusammenbauen. Dann geht der auch in die Werkstatt erstmal. Das heißt, wir müssten dem dann eigentlich auch mal einen Parkpunkt zuweisen. Aber der wird nicht automatisch dahin fahren. Werkstatt, da müssen wir das so machen. So, ab geht's. So, genau, der ist hier am Tun. Der ist auf dem Weg.
Ah, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Das ist der falsche Punkt. Das muss ja Fett, Zuckerfett. Fettzuckerschüttgut. Das war das. Das war der richtige Punkt gewesen. Ach Mann, egal. Egal, egal, egal. So, hier kommt wieder Stroh. Wie viel haben wir denn schon hier drin? Ja, füllt sich. Aber wir haben noch sehr viel Platz. 174.000 erst. Gucken wir mal, ob das klappt. Das war ja mit dem Ladewagen noch so ein kleines Problem, glaube ich. Ja. Oder hatten wir nicht gesagt, bei dem machen wir den anderen Punkt? Ja, so war das. So, gucken wir mal. Ob sich der Balken da auch erhöht, sozusagen. Ja, es wird mehr. Coole Sache. So. Mulcher, ja, du bist gut dabei. So, der holt hier dann noch mal gut. Du kannst abmachen, weiter Stroh sammeln. Das wird, glaube ich, noch eine ganze Ecke dauern. Oh, dann lass uns den wieder nach Hause fahren. War ja leider irgendwie nicht von Erfolg gekrönt, was wir da vorhatten. Aber auf jeden Fall hat die Pelletfabrik Hackschnitzel für einen Tag 15 Stunden. Das reicht erstmal. Ja, Sägewerk. Ja, BGA, Zuckerrübenschnitzel, alles verbraucht. Der Nachschub ist quasi schon on the way, mein lieber Kollege. So, aber wir könnten doch rein theoretisch, auch wenn da jetzt irgendwie zwei Bänke stehen, packen wir die Mulde einfach hier hin. Achso, der Fendt ist angekommen. Achso. Absenken. Der erste ist beim Reifeisenverkauf angekommen, aber ich werde den Roggen jetzt noch nicht verkaufen, sondern erst, wenn das Stroh vom Feld ist. Weil sonst kriegen wir da wieder Probleme mit den Missionen. Das kennen wir, das Spielchen. Deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtig. So, guck mal, dann ist der Zug auch wieder fertig. So, genau, der steht hier und wartet quasi. Ach, und hier ist ein Dieselfässchen. So, der, ja, den brauchen wir, den brauchen wir. Der ist auch gleich, warte mal, den übernehmen wir mal hier schon mal. Stellen den in die Warteschlange. So, Motor aus. Ach, du hast hier wieder mal leichte Probleme beim ums Eck fahren. Ja, komm, die letzten 200 Meter übernehmen wir mal wieder das Steuerchen.
Wie gesagt, dann würde ich eben das Strohsammeln gleich mal weiterlaufen lassen, noch ein bisschen, damit wir dann zum nächsten Mal einfach dann direkt die Mission abschließen können, heute Nachmittag. Denke, das macht so am meisten Sinn. So, dann einmal hier rein tanken. Gucken, wie viel Diesel haben wir denn hier noch drin? Naja, 18.000 Liter. Wir machen den mal aus. So, du hast noch ein paar wenige Bahnen. Das ist alles. Gut, so, dann können wir ja mal, wenn es gespeichert hat, noch mal auf unsere Felderchen gucken. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Also hier haben wir am nächsten Tag, Monat was zu tun. Und sonst gucken wir mal, wie es missionstechnisch aussieht. Ja, die 69 wäre eigentlich noch eine Option gewesen. So, da ist der Ladewagen, der ist schon wieder angekommen. Die 78, die irgendwann zu ernten, das wäre na klar richtig cool. Und das sind Sojabohnen. Boah. So. Die Tiere. 100% Gesundheit, Reproduktion, die sind geschlechtsreif, die sind hier, wir haben 3000 Liter Milch, wir haben 37.000 Liter Gülle. Du meine Güte. Das heißt, wir müssten eigentlich Gülle in die Düngerproduktion fahren. Hierhin. Also wir machen die schon mal an. Wenn wir nämlich jetzt hier ausgeleert haben, dann könnten wir da direkt loslegen. Kuhstallgülle zum Dünger. Anlieferung Gülle. Zwei Runden. So, jetzt nehmen wir aber direkt hier den dritten. Ich hoffe nur, dass wir jetzt alles reinbekommen hier. Wir könnten aber, genau, der ist ja fertig. Zur Not können wir den restlichen Diesel hier in die Tankstelle schicken. Schütten, schicken. So. Ja, den stellen wir erstmal wieder. Ah, nee, den können wir jetzt auch da oben hinstellen. Zu diesem LKW. Weil hier ist im Moment keine Autodrive-Kursgeschichte. Und hier stört er einfach nicht. So, das heißt. Na, guck mal. Hat geklappt, hat geklappt. Dann müssen wir gleich mal noch nach den Rübenschnitzeln gucken, aber die sind unterwegs, sehe ich. Das ist gut. Das heißt, der legt los. Der hat noch zwei Bahnen. Boah, das sieht alles gut aus. Dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt erst einmal den kurzen Break heute Nachmittag. Dann sollte die Mission fertig sein. Also nicht die Mission, sondern der Stroh weggefahren. Und dann können wir Mission abschließen und dann noch in die, ja, so heiß geliebte nächste Ballenmission gehen.
Vielleicht arbeite ich da auch schon ein bisschen vor. Mal gucken. Aber auf jeden Fall schaut rein. Nachher um 3 geht's weiter. Bis dann, macht's gut und tschüss.